Stimmt es, dass alle Lehrer in dem Herr-Anwalt-Spiel böse sind? Danke an Jamie für diese Frage, denn auch zu diesem Thema gibt es eine interessante Fantheorie. Die besagt, dass eines Tages alle Lehrer böse geworden sind und den fiesen Plan gefasst haben, alle Kinder in der Schule einzusperren. Sämtliche Lehrer haben bei diesem Plan mitgemacht, bis auf einen. Und zwar den dunkelhäutigen Sportlehrer, den man auf Ebene 6 Fußball spielen sieht. Er hat sich fest vorgenommen, dass er bei diesem gemeinen Plan nicht mitmachen will und hat versucht, die anderen Lehrer davon abzuhalten. Das würde auch erklären, warum man ihm alleine in dieser Grube begegnet. Als er versucht hat, die Lehrer von ihrem gemeinen Plan abzuhalten, haben sie ihn festgehalten und in diese Grube geworfen. Außerdem würde das erklären, warum er in dem Moment, in dem man ihm begegnet, Fußball spielt. Er hatte nie irgendetwas Böses im Sinn. Er ist ein Gefangener. Er will einfach nur ein bisschen Fußball spielen und jonglieren und hofft, dass bald irgendjemand kommt, um ihn zu retten.